Da ist ja unsere Frau Vorsitzende. Machen Sie bitte weiter. Es ist manches noch etwas unfertig im Moment, Miss Marple, aber ich glaube, bis zur Premiere wird alles in Ordnung sein. Aber natürlich. Etwas Tee? Nein, danke sehr. Nun, Sie haben ihn natürlich für schuldig befunden. Die anderen ja. Alle, nur ich nicht. Aber Miss Marple, wie kommen Sie... Erinnern Sie sich noch an das Stück, das wir zugunsten des Orgelreparaturfonds aufgeführt haben, das Geheimnis des Untermieters? Ein unvergesslicher Abend. Dann werden Sie wohl noch wissen, Mr. Stringer, dass das Opfer in diesem Stück eine rote Rose trug, um sich für ihren Geliebten zu schmücken. Er ermordete sie und der Verdacht fiel auf den Untermieter. Genau. Mrs. McGinty hat auch eine rote Rose an jenem Unglücksabend getragen. Oh. Kann man annehmen, dass sie ihren Untermieter erwartet hat, wenn es keinen Anhaltspunkt dafür gibt, dass eine Liaison zwischen beiden bestand? Nein, das glaube ich kaum. Dann hat sie die Rose also für jemand anderen getragen. Für ihren Mörder, glauben Sie? Miss Marple, wenn Sie recht hätten, würde ja das Leben eines unschuldigen Menschen auf dem Spiel stehen. Was soll man nur tun? Wir müssten Nachforschungen anstellen und zunächst einmal das Privatleben von Mrs. McGinty etwas genauer untersuchen, als die Polizei es bisher für nötig hielt. Ja, aber wie? Es wird am besten sein, an den Tatort des Verbrechens zurückzukehren. Ja? Ich sammle Ramsch und Trödel für den Kirchenbazar. Sie sind doch wohl eine Christin, oder nicht? Ja, das will ich doch meinen. Na, also dann. Wenn es sich nur um Ramsch für die Kirche handelt, bitte sehr, kommen Sie rein. Dankeschön. Ich habe hier Ihr ganzes Zeug noch hier, wissen Sie. Sie haben doch von meiner Schwester gehört, nicht wahr? Ach ja, die arme Frau. Ich habe mir schon gedacht, dass es mit ihr mal schlimm enden würde. Eine von diesen Theaterleuten, wissen Sie? Tatsächlich. Ich dachte, sie war Bardame. Ja, natürlich. Aber früher ist sie mal beim Theater gewesen. Da drinnen hat er es getan. Mit seinen bloßen Händen. Mit behandschuhten Händen. Das läuft doch wohl auf dasselbe hinaus. Hier entlang, bitte. Sie hat schon immer ihren Kopf zu weit vorgestreckt. Ich nehme an, sie hat Ihnen ihr Häuschen vermacht, nicht wahr? Sie hatte ja keine Zeit mehr, ein Testament zu machen, ne? Nein. Das hatte sie wohl nicht. Trotzdem muss ich sie beweinen, meine eigene Schwester. Blut ist doch dicker als Wasser, wie man sagt. Hier ist ihr Zeug, dabei ist nichts von Wert. Ich glaube, sie hat wohl auch alles auf einem Ramschbazar gekauft. Diese Rattenschwänze sollen Nerz gewesen sein, hat sie immer behauptet. Und sehen Sie sich diesen Mantel an, sowas möchte ich nicht mal als Leiche tragen. Verstehe einfach nicht, warum sie in solchen Lumpen herumlief, wo sie doch so viel Geld hatte. Sie war eine richtig kleine Schlampe. Ich kann mich noch erinnern, dass ich schon als Kind immer Schauspielerin werden wollte. Eine Schauspielerin, also ich frage Sie... Gemein war sie, wissen Sie. Richtig gemein. Ein Anflug von Rheumatismus, wissen Sie. Ich finde, das ist das beste Mittel dagegen. So, wirklich? Sie sollten mal die Gelenke mit Leinsamen und Essig einreiben. Das hat 9 Menschen aus mir gemacht. Das werde ich mir merken. Vielen Dank für den Rat. Ach, das wird bestimmt der Versicherungsmann sein wegen der Auszahlung. Sie haben es nicht gern, wenn das Unerwartete eintritt. Auf in den Kampf, Mr. Stringer. Und bleiben Sie hartnäckig. Fuß zwischen die Tür. Sie haben es im Bar mitgebracht, will ich hoffen. Was mitgebracht, Miss? Ach, ich will nicht wieder denselben Ärger wie damals, als mein John gestorben ist. Ich verstehe Sie leider nicht. Ja, aber Sie kommen doch von der Versicherung, oder nicht? Oh nein, Madam, nein. Ich möchte Ihr Interesse für etwas erwecken, was Ihren Geist bereichert. Ich dachte, Sie würden mir vielleicht gestatten, Ihnen dieses neue Wunderbuch zu zeigen. Ja, gern. Treten Sie bitte näher, Mr. Kommen Sie. Sie sind Junggeselle, nicht wahr, Mr. Stringer? Ja. So was sehe ich sofort. Und ich bin Witwe. So, also das hätte ich nie geglaubt. Schönen guten Tag. Wie ich sehe, haben Sie also was gefunden. Ja, vielen Dank. Vielleicht wäre der Herr so liebenswürdig, diese Sachen hier für mich zum Wagen zu tragen. Ja, sehr gerne. Danke sehr. Ich lasse Ihnen das Buch hier, Mrs. Thomas. Studieren Sie es gut. Wissen ist Macht. Und was wird aus dem Tee, Mr. Stringer? Guten Tag, Mrs. Thomas. Sie sind also ein Junggeselle, Mr. Stringer. Und Sie bleiben nicht zum Tee. Oh nein, Miss Marple. Oh, du liebe Güte, da wird die Dame aber enttäuscht sein. Hopp! Miss Marple, ich versichere Ihnen, dass ich die Frau in keiner Weise dazu ermutigt habe. Das ist doch sowieso unwichtig, Mr. Stringer. Aber doch, ich finde... Donnerwetter, jetzt hab ich's. Jim! Sehen Sie! Hier ist die Seite der Milchester Gazette, die ich aus Mrs. McGintys Zimmer mitgenommen habe. Und das ist die gleiche Seite derselben Nummer, die ich mir aus dem Zeitungsbüro besorgt habe. Ich habe die gleichen Buchstaben und Worte herausgeschnitten und sie zusammengesetzt. Da. Denk an September 1951, eine Rose mit anderem Namen würde duften, rufe Mill 862 an. Eine Rose. Eine Rose. Milchester, 862, bitte.
Ist dort Lady Cynthia Waterhouse? Lady wer? Nein, hier ist Thomas, Gladys Thomas. Ach, ich bitte Sie vielmals um Entschuldigung, da bin ich falsch verbunden, oder? Genau wie ich mir dachte. 862 ist die Telefonnummer von Mrs. McGinty. Was sagen Sie nun? Ich fürchte, ich verstehe gar nichts. Ist doch völlig klar. Solche anonyme Nachricht ist typisch für eine gewisse Art von Verbrechern. Nämlich für einen Erpresser. Ja? Ja, und ich glaube, Mrs. McGinty könnte jemanden erpresst haben. Wäre das möglich? Denken Sie doch nach. Die Casco-Truppe hat hier in Milchester das Stück 16:50 Uhr ab Paddington sechsmal gespielt. In der Woche vom 12. bis zum 19. Mai. Zufällig in derselben Woche, als die Nummer dieser Zeitung hier erschien. Ja, und hier haben wir auch 6 Programmhefte. Mrs. McGinty muss sich alle 6 Vorstellungen angesehen haben. Warum? Es ist ein sehr gutes Stück, Miss Mapp. Stimmt. Aber ich glaube, dass ihr Interesse sich nicht in erster Linie auf das Stück bezogen hat, obwohl sie früher mal Schauspielerin war. Nein, ich bin davon überzeugt, dass sie eine Erpresserin war. Und ich bin ebenso sicher, dass sie jemanden aus dieser Schauspielertruppe erpresst hat. Sie nehmen an, ihren Mörder? Jawohl. Sie sind's, Inspektor. Sie haben mich aber ganz schön erschreckt. Sie haben mich auch erschreckt, Miss Marple. Darf ich reinkommen? Nun, ich, ja. Es ist Inspektor Craddock, Mr. Stringer. Oh, wie nett. Guten Abend, Herr Inspektor. Guten Abend. Ist das hier ein privater oder ein dienstlicher Besuch, Herr Inspektor? Nun, sowohl als auch, möchte ich sagen. Das stellt mich vor ein recht interessantes Problem. Wenn Sie privat hier sind, darf ich Ihnen ein kleines Bier anbieten. Andererseits darf ich es nicht, falls Sie im Dienst sind. Ich, also gut, Miss Marple, es ist dienstlich. Aber wie wäre es mit einem Tee? Wollen Sie sich nicht setzen? Nein, vielen Dank. Es wird nicht lange dauern. Wir haben gerade Rätselraten gespielt, Herr Inspektor. Miss Marple, der Polizeikonstabel Welz hat mir berichtet, dass Sie heute Nachmittag dem Häuschen der verstorbenen Mrs. McGinty einen Besuch abgestattet haben. So. Ferner spielten Sie bei diesem Besuch offensichtlich die Rolle eines Lumpensammlers. Da irren Sie sich, Herr Inspektor. Ich habe nur Ramsch gesammelt für den Kirchenbazar. Was Sie nicht sagen. Falls Sie mir nicht glauben, möchte ich Ihnen vorschlagen, den Pfarrer anzurufen. Und zwar gleich. Also jetzt hören Sie mal, Miss Marple. Sie haben in der Vergangenheit der Polizei ein paar kleine Dienste erwiesen und wir sind Ihnen auch dankbar dafür. Aber in der Gerichtsverhandlung haben Sie sich dem Lauf der Gerechtigkeit in den Weg gestellt. Ich wäre jedenfalls erheblich beruhigter und übrigens auch der Herr Polizeipräsident, wenn Sie mir versprechen, das in Zukunft unter allen Umständen sein zu lassen. Natürlich, dieses Versprechen will ich Ihnen gern geben, Herr Inspektor. Ich versichere Ihnen, dass ich nicht die Absicht habe, mich dem Lauf der Gerechtigkeit in den Weg zu stellen. Ja. So, na gut. Dann gibt's nichts weiter zu sagen. Nein. Tja, also dann auf Wiedersehen. Gute Nacht. Vielleicht sollten wir ihm lieber unseren Verdacht anvertrauen. Auf gar keinen Fall. Dieser Mann hat uns doch gerade den Federhandschuh hingeworfen. Sie wissen doch, wie die Polizei ist. Im Monat September 1951, dieser Hinweis auf eine Rose. Diese Dinge müssen doch für unseren Mann offensichtlich von großer Bedeutung sein. Oder für die Frau. Tja, das möchte man annehmen. Die Schwierigkeit ist nur, dass diese Casco-Truppe inzwischen weitergezogen ist. Ich habe gelesen, Sie treten jetzt im Palasttheater auf, drüben in Helford. Ah. Ich habe nicht den geringsten Zweifel mehr, dass einer dieser Schauspieler hier unser Mörder ist. Wenn Sie so von Ihrer Theorie überzeugt sind, Miss Marple, dann sollten wir langsam etwas unternehmen und agieren. Agieren? Theater spielen? Warum nicht? Aber natürlich, das muss ich jetzt tun. Und wie es so schön heißt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Aber ich weiß doch ganz genau, dass wir noch über 300 Pfund hatten und jetzt ist auf einmal nichts mehr davon da. Wo ist es geblieben? Eine ganz simple Frage. Ja, für Menschen mit simplen Gemüt. Der ist für mich. Ja, aber ich... Ach, das ist ja alles so sinnlos. Daddy ist wirklich sehr demokratisch, George. Wen ich heirate, ist ihm völlig egal. Das hättest du aber ein bisschen netter formulieren können. Und wenn er keinen Stammbaum sehen will, sitzt du hübsch im warmen Nest, hm? Das hättest du aber auch ein bisschen netter formulieren können. Ach, Verzeihung. Ich suche Mr. Casgood. Sagen Sie, habe ich Sie nicht schon mal irgendwo gesehen? Meinen Sie? Wo könnte das wohl gewesen sein? Ja, ich bin mir nicht sicher. Das war bestimmt in einer anderen Dimension. Nehmen Sie einfach keine Notiz von ihr. Sie ist ja die Hexe vom Dienst. Nein, es war in einem Traum. Ich sah Sie und dich, George. Es hatte irgendwas mit Tod zu tun. Oh, ich bitte dich, Eva.
Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, wissen Sie, ich habe eine Verabredung mit Mr. Castro. Oh, der wird bestimmt schon auf der Bühne sein. Sehen Sie doch mal nach, durch die Tür da drüben. Aha, danke sehr. Ich werde ihn schon finden, junger Mann. Mr. Cascourt? Mr. Cascourt? Mr. Hallo? Sind Sie Jane Marple? Marple, wenn Sie erlauben. Na gut, dann schießen Sie mal los. Wie bitte? Ich habe in einer halben Stunde Vorstellung, Madam. Was Sie auch immer vorsprechen wollen, legen Sie los. Ja. Und werfen Sie Ihre Stimme bis in die letzte Reihe, damit ich auch jedes Wort verstehe. Ich kann nicht verstehen, was Sie sagen. Sie sollen laut sprechen, damit ich jedes Wort verstehe. Ach so, na bitteschön. Die Ermordung des Dan McCrew. Eine Ballade von Mr. Robert Williamson Service. Erzählen Sie mir rasch den Inhalt und gehen Sie dann weiter. Nur den Höhepunkt. Ach du liebe Güte, das ist aber ziemlich schwierig. Es ist eine sehr lange Ballade und da kann man nur schwer etwas überspringen. Aber bitte sehr, wenn Sie wünschen. Also, kurz nachdem der Fremde aufgetreten ist in dieser unheimlichen Szene, wird es immer deutlicher und klarer für uns alle, dass die dunkle Abneigung und Feindseligkeit zwischen ihm und Mr. McGrew immer mehr zunimmt. Eine Feindseligkeit, die dann zwangsläufig in einer schaurigen Tragödie endet. Soll ich vielleicht an dem Punkt fortfahren, wo der Bergmann sich an das Klavier setzt, das im Saloon steht und wie ein Wahnsinniger zu spielen anfängt? Ja, ja, bitte tun Sie das. Danke sehr. Und er dreht sich zurück. Und es glühte sein Blick, als ob ein Feuer in ihm war. Und sein Hemd hing lose über der dreckigen Hose und er starrte schwankend hinüber zur Bar. Er grinste bös vor sich hin und reckte das Kinn. Und er sprach, und im Saale ward's stumm. Hört zu, sagt er, ihr kennt mich nicht und schert euch auch gar nicht darum. Ja, 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 aber nun kommen Sie doch endlich zum Höhepunkt, bitte. Aber ich will es euch sagen, damit ihr es von heute an wisst. Und ich wette meinen Kopf, es trifft zu, dass einer von euch ein Höllenhund ist und dieser einer heißt Dan McGrew. Dann zog rasch ich den Kopf ein und das Licht ging aus und zwei Schüsse durchpeitschen die Bar. Eine Frau schrie laut auf und das Licht ging an. Und zwei Männer lagen steif da und starr, mit durchlöcherter Stirn und bleischwerem Hirn, der gefährliche Dan McGrew. Doch der Mann, von dem keiner was wusst, lag gekrallt, an die Brust der schönen Lady mit Namen Lou. Ich bin viel zu schlau, dass ich's laut zu sagen mich trau, aber ganz ins Geheim geb ich's zu. Die Frau, die ihn küsste und ihm sein Geld dabei stahl, war die Lady mit Namen Lou. Hallo, sind Sie noch da? Das war natürlich nur ein Scherz von Ihnen, nicht? Ein Scherz? Aber nein, keineswegs. So, dann mache ich auch keinen Scherz, wenn ich Ihnen sage, dass, falls Sie auf dem lächerlichen Vorhaben beharren sollten, unseren Beruf zu ergreifen, es am klügsten von Ihnen wäre, sich sofort für die Arbeitslosenunterstützung anzumelden. Oh nein, das wird vollkommen nötig sein, da ich finanziell unabhängig bin. Gestatten Sie? Ich bin noch nicht ganz fertig gewesen. Sie haben Ihre Meinung deutlich genug verkündet. Nein, nein, ich wollte gerade darauf hinweisen, dass Ihr Vortrag auch Vorzüge besaß, große Vorzüge. Sie haben nur kein Glück bei der Wahl Ihres Textes gehabt. Ja, da gibt es doch bessere Dinge. Königinmutter, Herzoginnenrollen. Wenn Sie eine solche Rolle bekommen, werden Sie wie ein Engel spielen. Das sehe ich schon. Wie ein Engel? Ist das nicht die Bezeichnung für einen Mäzen, der Theaterleuten unter die Arme greift? Drollig. Wirklich sehr drollig. Nein, ich habe bloß gemeint, dass Sie dem Theater vielleicht viel zu geben haben, Mrs. Marple. Miss Marple. Ich bin entzückt, das zu hören. In unserem Beruf ist leider fast immer der eheliche Knoten ein Sperrriegel vor der Tür zu dem Weg nach oben. Sehr schön. Soll das bedeuten, dass Sie mir ein Engagement anbieten, Mr. Cascourt? Nun, wenn Sie so fragen, nicht gerade ein Engagement, Miss Marple. Nein, ich habe da mehr an so eine Art Lehrzeit gedacht, natürlich unter den üblichen Voraussetzungen. Ohne Bezahlung. Nun, ganz offen gesagt, ja. Sehr gut, angenommen. Großartig, blendend. Willkommen bei der Cascourt-Truppe. Vielen Dank, wunderbar. Nun zur Unterkunft. Ich würde am liebsten, wenn es irgendwie möglich ist, mit meinen Kollegen Wange an Wange wohnen. Natürlich, natürlich. Wir sind im Westwart-Hotel Prescott Street. Mrs. Harris führt ein ausgezeichnetes Haus. Es ist sehr nett dort. Na gut, also dann werde ich mal rasch mein Gepäck vom christlichen Hospiz holen. Au revoir. Cascourt. Schon wieder betrunken? Also jetzt hör mal zu, George. Dieser Mann ist nicht betrunken, Mr. Cascourt. Er ist tot. Vergiftet. Vergiftet?
Vergiftet. Arsen, würde ich sagen. Die Autopsie wird es zeigen. Das ist doch Unsinn. George hat zu viel getrunken. Die Todesursache ist völlig eindeutig. Also, wie Sie sagten, Sir, waren Sie hier, als er aus der Richtung der Garderoben auf die Bühne gekommen ist. Ja, ja, Inspektor. Doch der Vorhang wird in 10 Minuten hochgehen und Sie müssen bitte berücksichtigen, dass ich jetzt 2 Rollen spielen muss. Heute wird kein Vorhang hochgehen. Das Publikum nach Hause schicken? Die Leute werden Ceton Mordio schreien. Das müssen wir riskieren. Ich habe eine ganze Anzahl Fragen zu stellen. Fragen? Worüber denn? Ein Mann ist tot, Sir. Da ist das so üblich. Ja, und verdammt unbequem. Ja, Sir. Wo war seine Garderobe, bitte? Nummer 2. Hören Sie, Inspektor, können Sie nicht George von der Bühne schaffen und dann später nochmal wiederkommen? Nein, Sir. Nummer 2, sagten Sie. Ich habe ja gewusst, dass so etwas passieren würde. Wirklich? Wieso? Ja, ich habe so merkwürdige Vorahnungen bei solchen Sachen. Das ist schon immer so gewesen. Sehr, sehr interessant. Und das habe ich auch George gesagt. Und zwar gleich, als ich die seltsame Frau sah. Welche seltsame Frau? Die vorhin herkam und zu Driffold wollte. Driffold? Driffold Casgold, Inspektor. Das bin ich. Nun gut, was hat es mit ihr auf sich? Mit ihr? Ich meine, diese seltsame Frau. Ach so, die. Sie hatte mir vorgesprochen, als George uns unterbrochen hat. Ist die Dame noch hier? Nun ja, das nehme ich an. Ich meine, sie muss doch irgendwo sein. Oh nein, sie scheint bereits fort zu sein. Lassen Sie sich Namen und Personenbeschreibung geben. Also, Sir, haben Sie irgendeine Ahnung, wie die Dame heißt? Das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Oh nein, das da nicht, Inspektor. Das hier. Ah. Denk an September 1951. Eine Rose mit anderem Namen würde duften. Rufe. Miss Marple. Ich hatte Sie ausdrücklich gebeten, sich nicht mehr einzumischen. Herr Inspektor, diese fremde Frau ist... Ja, Miss Marple. Gestatten Sie bitte. Guten Tag. Sergeant, würden Sie bitte Miss Marple aufs Revier mitnehmen? Sie soll eine vollständige Aussage machen. Wir werden uns dann später noch sehen. Nach Ihnen bitte, Sergeant. Also gut, Miss Marple. Wollen wir mal annehmen, also nur mal so gedacht, dass Mrs. McGinty einen dieser Schauspieler erpresst hat. Und wollen wir ferner annehmen, dass dies die eigentliche Erpressernachricht gewesen ist. Ja, aber unbedingt, Herr Inspektor. Ja, also gut. Nun weiter. Da diese Nachricht hier neben der Whiskyflasche in George Rotens Garderobe gelegen hat, muss sie sie ihm geschickt haben. Natürlich, müsste man meinen. So, dass er es also war, den sie erpresst hat. Sieht zumindest so aus. Wenn also etwas dran sein soll an dem, was Sie sagen, dann muss er sie ermordet haben. Auf den ersten Blick scheint es so, ja. Sollen wir dann annehmen, dass er heute in einem reichlich verspäteten Anfall von Reue das Gift selbst genommen hat? Schon möglich. Oder sollen wir annehmen, dass jemand anders ihn vergiftet hat, aus irgendwelchen Gründen? Natürlich, das wäre auch möglich. Hm. Inspektor, dürfte ich Ihnen mal eine Frage stellen? Bitte sehr. Wenn Sie nun dieses anonyme Schreiben in der Garderobe des Opfers gefunden hätten und nicht mehr darüber Bescheid wüssten, als Sie es tun, zu welchem Schluss wären Sie dann gekommen? Dann hätte ich wahrscheinlich gedacht, dass der Mann erpresst worden ist und sich entschlossen hat, ein Ende zu machen. Ja, das dachte ich mir, dass Sie das gedacht hätten. Es ist doch möglich, dass man die Nachricht absichtlich in die Garderobe gelegt hat, damit Sie genau das denken sollten. Miss Marple, ich habe schon einen langen und anstrengenden Tag hinter mir. Worauf wollen Sie nun wieder hinaus? Ich will darauf hinaus, Ihnen klarzumachen, dass der Mörder von Mrs. McGinty und der Mörder von George Rorten ein und dieselbe Person ist. Wer der Mörder von George Rorten ist, weiß ich zwar noch nicht, doch ich werde es rauskriegen. Und wer Mrs. McGinty ermordet hat, weiß ich genau. Er sitzt im Augenblick im Gefängnis von Milchester und wartet dort auf eine neue Verhandlung, die wegen der Dickköpfigkeit einer gewissen Geschworenen anberaumt werden musste. Und er hat sie getötet, um sie zu berauben. Ach ja, jene 100 Pfund, die man neben der Leiche gefunden hat. Sind Sie nicht auf den Gedanken gekommen, Inspektor, dass das keineswegs zu Mrs. McGintys Ersparnissen gehörte, sondern ihr Schweigegeld war? Wollen Sie mir da etwa einreden, dass der, den Sie erpresst haben mag, ihr das Geld brachte, sie tötete, es dann liegen ließ und sich aus dem Staub machte? Nein. Na, was dann? Ich möchte sagen, dass das Geld ebenso wie die anonyme Nachricht absichtlich am Tatort liegen gelassen wurde. Aber wozu? Offensichtlich doch, damit die Polizei zu dem Schluss kommt, der erwünscht war und zu dem sie auch gekommen ist. Also jetzt hören Sie mal, Miss Marple. Wenn ich Sie wäre, Herr Inspektor, dann würde ich wenigstens mal die Bankkonten dieser Leute überprüfen lassen, nur um zu sehen, ob nicht einer von Ihnen zufällig 100 Pfund oder doch eine entsprechende Summe vor dem Tod von Mrs. McGinty abgehoben hat. Ich werde natürlich Ihre Theorien nachprüfen lassen. Inzwischen aber wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie nach Milchester zurückkehrten und dort vorläufig blieben. Tut mir leid, das kommt gar nicht in Frage, Inspektor, denn meine Arbeit wird mich noch längere Zeit hier festhalten. Ihre Arbeit? Ich habe heute ein Engagement bei der Casco-Truppe angenommen. Und ein Mann, ein Wort, das gilt für mich auch. Guten Tag. Schauspieler, Regisseur, Stückeschreiber, ein Mann mit vielen Begabungen. Mhm. Oh, die hätten ein besseres Foto nehmen können. Deine Sorgen, hier steht, ich bin 48. Da, hört euch das an. Lady Sheila,
die theaterbesessene Adoptivtochter von Lord Upward und Braut des begabten jugendlichen Helden Bill Hansen, sagte, und ich zitiere wörtlich, das wird unsere Heiratspläne nicht beeinflussen. Daddy ist sehr demokratisch. Es lebe Daddy, nicht wahr, Billy? Arthur, du bist ein ausgesprochenes Scheusal. Kriech doch unter deinen Grabstein zurück und schlaf. Na, na, regt euch doch nicht auf. Eine absolut eindeutige Reklame für uns. Und eine kleine Skandalnotiz ist immer gut fürs Geschäft. Ja, das stimmt. Hast du das schon über dich gelesen, Ralph? Hm? Ralph Summers, männliches Idol aus Mutters Zeiten, jetzt ein alternder, dicklicher Liebhaber von Barmädchen. Oh, zeig mal her, ja? Du kleiner Dreckskerl, das sollte wohl ulkig sein. Ich finde, es war sehr drollig. Und dazu so wahr. Reizend, das von der eigenen Frau zu hören. Es ist doch nur die Wahrheit, dass du was für Barmädchen übrig hast. Da war doch jetzt die in Winchester. Nicht wahr, Liebling? Die mit den Rosen. Ja, bitte, Mrs. Harris. Ihre Neue ist hier. Meine Teuerste, ich hatte schon befürchtet, dass wir vielleicht einen schlechten Eindruck auf Sie gemacht haben. Ich meine, wegen des heutigen Unglücksfalles. Oh nein, durchaus nicht. Ich hatte bloß noch etwas Wichtiges zu erledigen. Nun gut, Hauptsache, Sie sind hier. Mädchen und Jungs, das hier ist Miss Marple. Miss Marple, unsere Truppe. Guten Tag. Guten Tag allerseits. Mhm. Da auf dem Tisch steht Kakao. Wenn Sie Bier haben wollen, geht das extra. Ja, ein Schlummertrunk, natürlich. Nehmen Sie doch Platz. Danke sehr. Welches Gift bitte, meine Teuerste? Was? Ich meine... Kakao bitte, Mr. Castle. Ein ausgezeichnetes Gebräu, kann ich nur empfehlen. Übrigens sagen Sie, die Polizei hat Sie gesucht. Ja, ja, ich habe schon mit den Leuten gesprochen. Tatsächlich? Gut. Danke. Ich habe mir überlegt, Driffeld, ob wir nicht eine Art Mord wieder aufführen sollten, sozusagen als Tribut für George. Wie? Ja, ich finde, Miss Marple und Dorsey hier wären doch blendend als die intriganten Schwestern. Ich könnte bestimmt niemals eine Mörderin spielen. Wirklich nicht? Einer von uns könnte es sicher. Er oder sie hat ja Übung darin. Was willst du damit sagen, lieber Freund? Wir wollen nicht wie die Katze um den heißen Brei gehen. Irgendjemand hat eine unbekömmliche Dosis Arsen in George's Whisky geschüttet. Und dieser jemand ist hier in diesem Raum. Ach du, bitte. Seid ruhig, ich will das nicht. Ich bitte euch noch dazu vor einer neuen Kollegin. Es ist ganz ausgeschlossen, dass George von einem Mitglied meiner Truppe ermordet wurde. Die ganze Geschichte muss nach meiner Meinung ein schrecklicher Irrtum sein. Nein, da irrst du dich. Ich weiß, dass einer von uns ein Mörder ist. Und dieses Gefühl haben Sie doch auch, oder nicht? Nun, mein Kind, es steht mir wohl kaum zu, mich darüber zu äußern, nicht wahr? Aufhören! Aufhören! Bill! Hört auf, darüber zu reden! Ich kann es nicht länger ertragen! Du weißt es, nicht wahr? Du weißt, dass ich es war! Du und deine ironischen Andeutungen und dein dummer Sarkasmus! Was soll das bedeuten? Wovon redest du überhaupt? Warte nur, mit dir werde ich Schluss machen! Ich werde dir ein für alle Mal dein verdammtes Maul stopfen, verstehst du? Bill! Lass mich los! Hat dir doch einen kleinen Schock gegeben, nicht wahr? Nein. Du hast einen Fehler, mein Junge. Du kannst ganz gut Witze reißen, aber vertragen kannst du selber keine. Also ich finde, dass das furchtbar geschmacklos gewesen ja, ist. Ja, das finde ich auch. Und es tut mir leid, Liebling. Ich wollte euch keinen Schreck einjagen, bloß ihm. Du hast auch mir Angst gemacht. Na, viel Vergnügen. Ich habe jetzt genug davon. Ich gehe ins Bett. Ich muss gestehen, ich bin auch etwas müde, Mr. Casgood. Ob man mir mein Zimmer zeigen könnte? Ja. Oh ja, natürlich, meine Teuerste. Es war ja ein anstrengender Tag. Anstrengend, das kann man wohl sagen. Flori! Ich freue mich sehr, hier bei Ihnen sein zu können. Guten Nacht. Gute Nacht. Mrs. Harris bringt Sie nach oben. Gut. Dann kommen Sie bitte. Nummer 10 im ersten Stock. Vielen Dank, Mr. Casgood. Mhm. Gute Nacht. Sie sollten das nicht so ernst nehmen, was die jungen Leute da sagen. Sie sind manchmal etwas komisch, aber Sie haben doch das Herz auf dem rechten Fleck. Davon bin ich überzeugt. Also nochmals, gute Nacht. Gute Nacht, meine Teuerste. Sie werden sich hier bald wie zu Hause fühlen. Wir sind eine große, glückliche Familie. Sicher. Hoffentlich weißt du auch, was du da tust, lieber Freund. Ich hoffe, Sie werden sich hier wohlfühlen, so wie er. Er? Nun ja, der Tote. Sie wissen doch, Mr. Rorten. Ach so. Tja, also Frühstück um 8.30 Uhr. Das Kochen in den Zimmern ist verboten. Einen Schilling in den Gasofen, wenn Sie frieren. Baden können Sie sonntags und freitags. Und verschwenden Sie nicht das Licht. Und keine Männerbesucher auf den Zimmern hier oben. Ist doch seltsam. Was meinst du, warum diese Marple sich hier so in aller Herrgottsfrühe aus dem Hause schleicht? Woher soll ich das wissen? Vielleicht bloß, weil sie so exzentrisch ist. Aussehen tut sie jedenfalls so. Wenn ich's bloß wüsste. Sei doch vernünftig, Herzchen, und fang nicht an, Gespenster zu sehen. Wirklich, du kannst deines Gruseln lernen. Ich wünschte, du hättest mich nicht geweckt. Jetzt geht die Grübelei wieder los.
Wenn ich du wäre, würde ich mich bemühen, alles zu vergessen. Ach, das ist leichter gesagt als getan. Ich meine, wo kann man noch seine Flitterwochen verbringen? Ist doch alles schon so überholt heutzutage. Hey, sag mal, was hältst du von Moskau? Wie kannst du dir nach dem, was hier geschehen ist, darüber den Kopf zerbrechen? Das Leben muss ja weitergehen, Iva. So schrecklich das auch mit George ist. Ich weiß, du hast ihn geliebt, nicht wahr? Nein. Es war alles vorbei. Wirklich? Ja. Ich habe ihn gehasst. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich werde es doch keinem verraten. Hier, Jim, da haben wir unser Denk an September. Das ist kein Datum, sondern der Name eines Stückes. Und der Verfasser ist mein neuer Arbeitgeber, Driffeld Kaskut, höchstpersönlich. Ich hoffe doch, Sie sehen die Bedeutung dieser Sache. Nein. Also dann passen Sie jetzt auf, Jim, und hören Sie mir gut zu. Ich habe das Gefühl, dass das Opfer von Mrs. McGintys Erpressungen bzw. der Mörder, den wir suchen, in Verbindung zur Aufführung dieses Stückes im Jahre 51 steht und auch heute noch ein Mitglied der Kaskut-Truppe ist. Vielleicht der Verfasser selber? Ja, vielleicht. Wie sind Sie an das Stück gekommen? Ich habe es auf meinem Kopfkissen gefunden. Was? Irgendjemand hat es dort absichtlich hingelegt. Dann weiß er also Bescheid, der Mörder. Er muss sie die ganze Zeit durchschaut haben. Er ist gewarnt und spielt jetzt Katz und Maus mit ihnen. Fragt sich bloß, wer die Katze ist. Miss Marple, ich bin jetzt aber äußerst beunruhigt. Es muss doch eine Organisation geben, die eine Kartei führt über alle Aufführungen. Ich meine, über alle professionellen Theaterproduktionen. Das werden die Leute von der Zensur machen, möchte ich sagen. Darauf wollte ich hinaus. Es wird das Lord-Kämmerer-Amt in London sein. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie so schnell wie möglich hinfahren könnten und einiges über die Geschichte des Stückes in Erfahrung bringen. Wo es 1951 aufgeführt wurde, die Besetzung und so weiter. Es kann aber an sehr vielen Theatern gespielt worden sein. Nein, das glaube ich nicht, denn ich habe es gelesen. Ach so. Also schön, Miss Marple. Auf nach London. Mit dem nächsten Zug fahre ich ab. Gut. Na dann, viel Glück. So, ich muss mich beeilen. Ich möchte nämlich am Tisch sitzen, wenn alle zum Frühstück runterkommen. So, nun hopp, hopp, hopp. Ein bisschen Dalli. Wiedersehen. Ich danke Ihnen, Mrs. Harris. Ich scheine wohl ein bisschen zu früh dran zu sein. Nein, die anderen kommen zu spät. Das ist es. Doch das ist mir egal. Wenn Sie nicht rechtzeitig runterkommen, ich habe 6 Katzen zu füttern. Guten Morgen, Flurry. Guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, Mr. Kaskut. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen, meine Teuerste. Ja, danke. Wie ein Murmeltier. Gut, gut. Nichts ist so wirksam wie der Schlaf, um die verstrickten Fäden der Gefühle wieder aufzutrennen, wie der Barde so passend sagte. Was ist denn das, was Sie da so fesselt? Ihr Schauspiel, Mr. Kaskut. Was? Das ist doch von Ihnen, Mr. Ja. Kaskut. Ja, allerdings. Wo haben Sie denn das nur gefunden, wenn ich fragen darf? In meinem Zimmer, gestern Abend. Na, also das ist ja außerordentlich merkwürdig. Ja. Nun, wahrscheinlich wird der arme George es sich mal von mir ausgeliehen haben. Lassen Sie sich nicht durch mich beim Lesen stören. Ich habe schon ausgelesen, ja. Aha. Na schön, wollen wir sehen, was die gute Flory uns heute zu bieten hat. Wie finden Sie es? Den Lachs, meinen Sie? Nein, das Stück. Oh, ich bitte um Verzeihung, das Stück. Ich finde es ungewöhnlich interessant. Oh, wie erfreulich, vielen Dank. Ist es schon mal irgendwo gespielt worden, Mr. Kaskut? Nein, ich habe es erst vor kurzem geschrieben. Ach so. Doch ich muss sagen, ich knüpfe große Hoffnungen daran. Die müssen Ihnen viel Kraft geben. Ja, allerdings, meine Teuerste, glücklicherweise. Ah, Ralf. Driffeld. Ich bin die halbe Nacht aufgewesen und habe nachgedacht. Ich muss dich was fragen. So? Ja. Kannst du dir unsere liebe, verehrte Miss Marple als einen weiblichen Detektiv vorstellen? Ich weiß nicht. Ich kenne keine weiblichen Detektive. Das habe ich auch nicht gesagt. Aber was meinst du dazu? Ich finde nicht, dass sie den Typ darstellt. Aber doch, glaub mir, sie wäre hundertprozentig richtig. Worauf willst du eigentlich hinaus? Oh, ich habe eine tolle Idee. So? Ich schlage vor, dass sie bis Montag das Theater zumachen, die Reklame für uns arbeiten lassen und dann kommen wir mit dem Reißer aus dem großen Topf raus. Die alte Klamotte, da kommt kein Ass. Ein gut gebautes Kriminalstück, mein Lieber. Wir haben doch jetzt selbst einen Mord. Warum wollen wir nicht einen auf die Bühne bringen? Ist vielleicht gar nicht mal ein schlechter Gedanke. Mit Miss Marple in der Rolle der ehrenwerten Penelope Brown. Ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja, beim Zeus, das ist brillant. Ich nehme an, Sie werden das Stück kennen, meine Gnädigste. Nein, ich glaube nicht, dass ich es kenne. Ein Klassiker in seiner Art. Ich werde gleich mal die Bücher holen. Ralf, ruf das Theater an und sag Bescheid, dass wir den Rest der Woche auf der Bühne probieren. Mr. Kaskut, ja? Ich hätte nicht geglaubt, dass ich jemandes Vorstellung von einer Detektivin entspreche. Nicht jedermanns Vorstellung, Miss Marple, aber meiner. Das sogar hundertprozentig. Und auch meiner. Den Spot an! Gehen Sie auf mich und verfolgen Sie mich.
Also das Stück habt ihr ja alle gelesen und jetzt werde ich euch mal in die Stimmung versetzen. Die Szene ist eine schmutzige Dachstube in Soho, mitten im Herzen von Londons berüchtigter Bannmeile des Verbrechens und des Lasters. Eine verschwommene Gestalt huscht im Zimmer umher. Das bist du, Bill. Du spielst Sidney, den flinken Gehilfen der ehrenwerten Penelope Brown, der ungewöhnlichen Amateurdetektivin. Das sind Sie, Miss Marple. Ja. Sidney sucht etwas in dem Zimmer. Er schleicht umher, katzengleich, und sucht und sucht. Dein Geräusch! Auf der Treppe da draußen nähern sich Schritte. Ich, der Vater, bin im Begriff, mit meinem kriminellen Sohn Stanley aufzutreten. Das bist du, Arthur. Arthur! Sidney scheint wie erstarrt. Dann stürzt er auf ein Versteck zu und ist verschwunden. Verzeihung, ich wollte nur sehen, ob es funktioniert. Sind aber schnell zurück. Na schön, na gut, du stehst ja nicht herum und kichert. Ja. Also hier geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Also wo war ich denn? Ach ja. Ich komme also mit meinem Sohn herein und bitte ihn flehentlich der Polizei, alles zu sagen, was er über den Mord an Rona LaPlante weiß. Stanley weist mich zurück und verhöhnt mich. Und dann... Dann kommt der Höhepunkt der Szene. Ich nehme eine Bewegung hinter dem Vorhang am Alkoven wahr. Ich stürze hin, reiße ihn zur Seite. Und wer steht da? Sidney! Oh, was wollen Sie denn hier? Ein Telefongespräch für Miss Marple. Warum sagen Sie denn das nicht gleich? Gehen Sie bitte, Miss Marple. Wir brauchen Sie in dieser Szene doch nicht. Ah, vielen Dank. Gut, jetzt wollen wir mal anfangen. Von meinem Auftritt an. Bill, du hast dich hier drüben versteckt. Arthur, wir beide kommen rein. Hier wohnst du in dieser Höhle? Ein Sohn von mir? Hallo? Ach, Sie sind's, Mr. Stringer. Sie hatten wieder recht, Miss Marple. Denkt an, September ist 1951 Uhr aufgeführt worden. In einer Probevorstellung mit Pebbleson on Sea. Das ist aber sehr interessant. Besonders, weil der Autor behauptet, dass er die Arbeit an dem Stück erst vor kurzem beendet habe. Und das würde er aus Verlegenheit gesagt haben. Denn wissen Sie, die im Lord-Kämmerer an konnten sich deshalb so besonders gut erinnern, weil das Stück damals während des zweiten Aktes ausgebuht wurde. Sie werden staunen, das überrascht mich überhaupt nicht. Das Wichtigste ist, war unter den Schauspielern irgendjemand, den wir kennen? Ich habe die vollständige Besetzungsliste und darin erscheint hier der Name von Margaret McGinty. Was? Tatsächlich? Das ist ja ausgezeichnet. Jetzt sagen Sie mir, abgesehen von Mr. Cascott, wer hatte sonst aus dieser Truppe hier noch irgendetwas mit diesem Stück zu tun? Sonst weiter keiner? Sind Sie ganz sicher? Nein, ist gut, Jim. Ich habe nur nachgedacht. Ich meine, es kann doch vielleicht jemand, ob nun eine er oder eine sie, den Namen inzwischen geändert haben. Hören Sie zu, Jim. Können Sie mir nicht diese Liste so schnell wie möglich ins Westward Hotel bringen? Ich danke Ihnen. Also bis dann. Miss Marple? Ja? Verzeihung, wenn ich Sie erschreckt habe. Mr. Cascott lässt Sie rufen. Ihr Auftritt ist jetzt dran. Danke. Ich komme. Hier, den habe ich mir aus der Requisite geholt. Müsste eigentlich gehen. Na gut. Wir können es ja gleich versuchen. Ah, na wunderbar, da sind Sie ja. Gut, dass Sie kommen. Wir haben gerade eine kleine Änderung besprochen. Und zwar an der Szene, wo Sie Ralph treffen und ihn mit der Wahrheit über den Tod von Rona LaPlante konfrontieren. So. Anstatt wie hier steht, dass er bloß hastig und ungeschickt die Lampe umwirft und versucht zu entkommen, schlägt Ralph vor, dass er in seiner Angst auch Sie ermorden will. Ach, wirklich? Ja, es soll so sein. Er stößt erst die Lampe um, schießt auf Sie und türmt dann. Ich verstehe. Natürlich trifft er nicht. Nichts hält die Zuschauer wacher und aufmerksamer als so ein schöner, lauter Knall. Das beunruhigt Sie doch nicht etwa, meine Gnädigste. Oh nein, durchaus nicht. Gut. Sehr gut. Also dann los, lasst uns anfangen. Ralph, pass auf, du stehst also hier drüben und bist gerade dabei, den Schreibtisch auszurauben. Nun. Und die ehrenwerte Penelope kommt durch die Flügeltür herein, die ich jetzt hier markiere. So, bitte auf die Plätze. Ach, das habe ich mir doch gedacht, dass ich Sie erfinden werde, Faber. Sie? Ja, ich bin's. Bleiben Sie da stehen. Ich warne Sie, Gewalt wird Ihnen auch nichts nützen. Das ganze Gelände ist schon von der Polizei umstellt. Die hat nichts in der Hand gegen mich. Da täuschen Sie sich aber, es ist aus. Denken Sie doch an Mrs. McGinty, die ist tot. Das war eben ein Schnitzer von Ihnen, nicht wahr? Wieso, ich hab... Ja, allerdings, da hat er recht. Wieso, was habe ich getan? Sie haben gesagt, Mrs. McGinty ist tot. Tatsächlich? Ja, es ist aber Rona LaPlante, die tot ist. Natürlich, wie töricht von mir. Ich muss den Namen irgendwie beim Lesen Ihres Stückes, denk an September, aufgepickt haben. In meinem Stück? Hm. Da kommt niemand vor, der diesen Namen hat. Ist doch ulkig. Der Name McGinty ist mir aber aus irgendeinem Grunde im Bewusstsein. Ich weiß.
Das war diese Bardame, die in Milchester ermordet worden ist. Letzte Woche war der Prozess. Ja, natürlich. Daher hab ich's. Darf ich bitte die Szene noch mal probieren? Ja, ja. Doch hoffentlich wird es diesmal ein bisschen besser klappen. Ich werde mich bemühen. Also bitte, auf die Plätze. Also los, Ralf. Du hörst sie kommen und drehst dich um. Ach, Miss Marple, es ist Besuch für Sie da. Danke sehr. Da drin, das ist ein Mann. Ach so, ich verstehe. Ach, Sie sind's, Inspektor. Guten Abend, Miss Marple. Guten Abend. Ich hatte auf dem Polizeirevier angerufen, da hat man mir gesagt, Sie wären nicht da. Ich hatte keine Ahnung, dass Sie hierher kommen. Woher sollten Sie auch? Ihr Besuch kommt mir sehr ungelegen, Inspektor. So? Ja, weil der Zeitpunkt ungünstig ist. Ich habe eine Reihe Kunstgriffe auf der heutigen Probe angewandt, die unseren Mörder zwingen werden, noch vor morgen früh zu handeln. Das möchte ich sehr bezweifeln, so? Miss Marple. Unser Mörder, wie Sie ihn nennen, ist tot. Wie bitte, Herr Inspektor? Sehen Sie sich das an. George Rawdons Bankauszüge. Der wichtigste Punkt ist unterstrichen, nämlich die Abhebung von 100 Pfund. So, so, das erklärt eine Menge. Ich wusste, Sie verstehen, was das bedeutet. Oh ja, allerdings. Doch ich muss zugeben, dass mir das Motiv für den Mord an Rawdon bis zu diesem Augenblick entgangen war. Er ist nicht ermordet worden, er hat sich selbst getötet. Glauben Sie tatsächlich daran? Ist doch ganz offensichtlich. Mrs. McGinty wird ihn erpresst haben. Er hebt 100 Pfund ab, um sie ihr zu geben, ermordet sie und lässt das Geld, um den Mieter in Verdacht zu bringen, zurück. Diese Theorie, da kommt mir irgendwie bekannt vor, Herr Inspektor. Wie? Etwas Ähnliches in dieser Richtung haben Sie schon mal angedeutet, das ist wahr. Der Untermieter ist natürlich unschuldig. Rawdon hat's getan und dann den einfachsten Ausweg gewählt, wie man so sagt. Tja, das schließt den Fall ab. Ich bin auf dem Weg, es dem Polizeipräsidenten zu melden. Das würde ich an Ihrer Stelle lieber nicht tun. Wieso nicht? Weil ich glaube, dass Sie sich irren. Glauben Sie? Ja. Sehen Sie, ich glaube jetzt, dass unser Mörder das Geld, um Mrs. McGinty zu bezahlen, von George Rawdon bekommen hat. Und zwar auf eine solche Weise, dass es für ihn notwendig wurde, Rawdon ebenfalls zu beseitigen. Ich glaube bloß ein Weibergehirn und bestimmt auch nur Ihres konnte auf sowas kommen. Es mag Sie ja irritieren, Inspektor, dass weibliche Gehirne manchmal den männlichen überlegen sind. Doch Sie müssen sich nun leider damit abfinden. Ach, brauchen Sie das nicht mehr? Danke sehr. Gute Nacht, Miss Marple. Gute Nacht, Inspektor. Die alte Schachtel ist uns vielleicht auf der Spur. Durchsuch ihr Zimmer und komm dann um 1 Uhr in die Küche. Ja, bitte? Miss Marple, ich wollte Sie gerne erwischen, bevor Sie zum Essen gehen. Warum, Mr. Cascott? Tja, ich finde, es wird langsam Zeit, dass wir uns mal unterhalten. Es geht los. Alles zum ersten Akt auf die Bühne. Also Sie bitte auch. Keine Männerbesuche auf den Zimmern, Madam. Lass diese albernen Witze, ja? Nun, Miss Marple, erlauben Sie mir, Sie nach unten zu begleiten. Ich glaube, ich werde heute Abend mal auf das Essen verzichten, Mr. Cascott. Ja. Mir ist schon den ganzen Tag ein wenig übel. Nun, ich hoffe, dass es nichts Ernsthaftes ist. Oh nein, eine ordentliche Nachtruhe. Tja, dann lasse ich Sie jetzt lieber allein. Danke sehr. Ruhen Sie sich aus und erholen Sie sich, damit Sie uns für Montag nicht ausfallen. Das wäre doch Pech. Ja, komm also. Bittere Mandel. Blausäure. Das ist eine Tragödie. Eine absolute Tragödie. Wenn das die Presse bringt, könnten wir jeden Tag Doppelvorstellungen geben und müssten noch Zuschauer abweisen. Und jetzt sitzen wir da und haben niemanden, der das Dienstmädchen spielt. Na, alles auf einmal kann man nicht haben. Müssen wir aber. Das sind wir Doris sich schuldig. Eva! Nein, du hast ja schon 2 Rollen zu spielen, das lose Mädchen und die Pfarrerstochter. Sheila! Würdest du das Dienstmädchen spielen, wenn ich dir eine Perücke besorge? Oh, Dreffel, du machst mich krank. Du machst dir einen Dreck aus der armen alten Dorothy. Du interessierst dich bloß für deine eigene Person und dein dummes altes Stück. Nein, hörst du? Ich werde das Dienstmädchen nicht spielen. Also schön, Miss Marple, die Cyangas. Aber wie? Ich glaube, dass ich in der Lage bin, das zu erklären. Zweifellos. Aus Ihrem Ton entnehme ich, dass Sie sich gestern Abend die Sache nicht noch mal in Ruhe überlegt haben. Ich meine Ihren Besuch beim Polizeipräsidenten. Wenn Sie mir eine Erklärung geben können, Miss Marple, dann tun Sie's. Also gut. Unser Mörder hat es so eingestellt, dass das Gas genau um 12.55 Uhr herausströmt, aus der Kasserole nämlich, in der eine kleine, mit Säure gefüllte Wachskapsel lag. Und pulverisiertes Natriumcyanid. Das Wachs ist geschmolzen und die Säure floss über das Natriumsalz. Resultat, Entwicklung von Dicyangas.
tödlich. Verstehe. Nach 5 Minuten, genau um 1 Uhr, schaltete sich das Gas wieder aus, ganz von selbst. Das bedeutet, unser Mörder muss spezielle Kenntnisse haben. Aber nein, denn genau dieselbe Mordmethode wird in dem Stück benutzt, das wir jetzt am Montag herausbringen werden, aus dem großen Topf. Dann hätte es jeder aus der Truppe machen können. Ganz recht. So wie die Sache jetzt aussieht, habe ich die größte Lust, endlich zuzupacken und die ganze Bande zu verhaften. Wirklich? Ja, wirklich. Was Sie da rausgefunden haben, was wir rausgefunden haben, sehen Sie mal, was wir da haben. Kaskut. Er hat Ihnen gesagt, er hätte gerade erst dieses Denk an September fertig geschrieben und wir wissen, dass es bereits 1951 aufgeführt wurde. Und das Opfer Nummer 1, Mrs. McGinty, hat mitgespielt. Und dann haben wir diesen Summers. Wir wissen genau, dass er ein paar Mal ausgegangen ist mit Mrs. McGinty in der Woche, in der die Truppe in Milchester war und in der sie ermordet wurde. Und dann seine Frau Maureen. Sie wusste darüber Bescheid und hat es nicht sehr gern gesehen. Und dann die mit dem Tick, diese Eva. Wir haben feststellen können, dass sie mit dem Opfer Nummer 2 ein Liebesverhältnis gehabt hat und dass George Rawdon sie abserviert und fortgeworfen hat wie einen... Wie einen alten Handschuh, Sir. Ja. Vergessen wir nicht den jungen Aser. Die Notiz, die sie gefunden haben, ist auf seiner Maschine getippt worden. Und das Resultat der nächtlichen Einladung ist Opfer Nummer 3. Da ist ein Haken bei der Sache. 1951 müssen die jüngeren Mitglieder der Truppe noch Kinder gewesen sein. Ja, ja, zum Teufel auch. Wenn die Aufführung vor diesem Septemberstück im Jahre 51, also vor 13 Jahren, diese Geschichte ausgelöst hat, dann kann keiner der Jüngeren, also Eva, Bill, Sheila und Arthur, etwas damit zu tun haben. Nein, sieht zumindest so aus. Ich meine nur, Inspektor, es konnte doch jeder in Arthurs Zimmer kommen und die Schreibmaschine benutzen. Das habe ich auch gemacht. Hm? Was machen Sie denn hier? Tja, Sie hatten mich gebeten, im Vorbeigehen die Besetzungsliste abzugeben. Sie wissen doch von diesem Denk an September. Sie wollen doch nicht sagen, dass Sie nachts um 3 hier so vorbeikommen. Hm? Nur hören Sie aber auf. Also gut, um die Wahrheit zu sagen, der Inspektor war so freundlich, mir ein Auto zu schicken. Er dachte, ich hätte womöglich Erfolg, wo er leider versagt hatte, nämlich Sie zu überreden. Zu überreden, meinen Posten aufzugeben? Das ist hier ein sehr gefährlicher Ort und das sind sehr gefährliche Leute. Nur einer von Ihnen, mein Freund. Miss Marple, der Augenblick ist gekommen, offen miteinander zu sprechen. Na ruhig, Jill, ich überlege gerade. Irgendwo hier muss die Antwort liegen. Triffitt Kaskut, Ralph Summers, Margaret McGinty, Rose Kane. Rose? Rose? Mr. Stringer, wir haben hier auf dieser Liste außer Margaret McGinty eine Schauspielerin namens Rose Kane. Ich fürchte, ich verstehe Sie nicht ganz. Ist doch völlig klar, Rose. Eine Rose mit anderem Namen würde duften. Denken Sie an die Pressebotschaft. Oh ja. Yeah. Mr. Stringer, morgen geht's los. Da werde ich mal ein bisschen graben. Graben? Ja, in der Vergangenheit. Sie meinen diese Rose Kane? Ja. Ich habe das Gefühl, dass Sie gut mit ihr bekannt sind, Mr. Tambrell. Wieso interessieren Sie sich für sie? Ach, ich möchte sie bloß finden, weiter nichts. Sehen Sie, ich bin nun leider schon seit ein paar Jahren völlig raus aus dem Beruf. Und die einzige Möglichkeit, sie zu... Tja, wenn Sie eine alte Freundin von ihr sind, dann wird Ihnen ein Schock bevorstehen, fürchte ich. So? Die arme Rosi wurde erhängt, wissen Sie. Was? Tja, eine furchtbare Geschichte. Eine furchtbare Geschichte. Ach, möchten Sie ein Glas? Nein, lieber nicht zu kurz nach dem Frühstück. Danke sehr. Was sagten Sie? Ja, ja, das war furchtbar. Ich werde es niemals vergessen. Sie spielte auf irgendeiner Schmiere in der Provinz dieses Stück. Es ging nicht mal bei der Premiere ganz über die Bühne. Der größte Reinfall aller Zeiten. Jedenfalls hat sie an demselben Tag, ob Sie es nun glauben oder nicht, ihren Mann vergiftet. Das kann doch nicht wahr sein. Doch, leider ja. Sie hat ihr Kind losgeschickt, um ein halbes Pfund Knoblauchwurst zu kaufen und hat dann E605 hinzugefügt. Ich wusste gar nicht, dass sie ein Kind hatte. Mhm. Es muss damals 10 oder 11 gewesen sein. Mädchen oder Junge? Habe das Kind nie zu Gesicht bekommen. Ich weiß heute nicht mal mehr den Namen. Ich habe gehört, dass das Kind zunächst bei einer Freundin von Rose aufgenommen wurde, die es dann später ins Waisenhaus brachte. Hieß die Freundin, die das Kind aufgenommen hat, McGinty? Hm. Ja, ja, ganz recht. Maggie McGinty. Blond und flatterhaft. Warum hat Rose das nur getan, Mr. Tambrell? Der übliche Grund, ein anderer Mann. Und wer war das? Rose hat seinen Namen verschwiegen und er ist nie zum Vorschein gekommen. Hm. Dann könnte es entweder der Liebhaber sein oder das Kind. Hm? Verzeihung? Ob ich diese Fotografie von Rose haben könnte, Mr. Tambrell, so zur Erinnerung, meine ich. Ja, aber gern. Ja, es ist mir eine Freude. Eine von den meinen, die mich verlassen hat, könnte man sagen. Jetzt will ich nicht noch mehr von Ihrer kostbaren Zeit in Anspruch Erlauben Sie? Nehmen. Evelyn. Wie meinten Sie bitte? Rosis Kind. Evelyn, das war der Name. Evelyn.
Nichts geht über Champagner zu einem Champagner-Ereignis. Wie außerordentlich liebenswürdig von Ihnen, meine Teuerste. Wie wär's mit einem Trinkspruch? Hast du nichts Passendes auf Lager? Aber natürlich. Auf einen Erfolg für uns alle, wie wir hier sind, und im Besonderen für unsere reizende Gastgeberin. Langes Leben, mein Gnädigste. Danke sehr. Langes Leben. Ach ja, Mr. Cascott, vielen Dank für die wundervollen Blumen. Wer ist das? Das? Das war eine Schauspielerin. Sie hieß Rose Kane. Wieso fragen Sie danach? Ich weiß es nicht. Aber irgendwo ist darin Mord und Tod. Das Bild hat mit George zu tun. In 5 Minuten, meine Kinder. Kommt, kommt, die Party ist zu Ende. Und nun denkt bitte daran, ihr braucht leider nichts zu tun, als deutlich zu sprechen. Und möglichst nicht über die Möbel zu stolpern. Dann läuft das Stück länger als die Mausefalle. Wir sehen uns nachher auf der Bühne, meine Teuerste. Und vergessen Sie nicht, die Tote heißt Rona LaPlante und nicht anders. Mhm. Na, Driffel, heute kommt's drauf an. Ja, mein Junge, du sagst es. Hast du den Revolver? Ja. Was glauben Sie, warum die uns sprechen will, Sir? Ich weiß nicht, Sergeant, aber irgendwas muss sie vorhaben. Ja, bitte. Nun, Miss Marple? Guten Abend, Herr Inspektor. Ich hielt es doch für meine Pflicht, Ihnen etwas mitzuteilen, bevor unsere Vorstellung beginnt. So, was? Ja, ich glaube, unser Mörder wird heute Abend wieder versuchen, mich umzubringen. Wieder? Der erste Versuch ging fehl. Die arme Doris, sie kam mir an meiner Stelle um. Wovon reden Sie da bitte? Das Eisen war heiß, verstehen Sie? Ich verbrannte mir die Hand. Ah, ich verstehe gar nichts. Als ich ein paar Stunden vorher an dem bewussten Abend in Dorothys Zimmer ging, ging da Wäsche auf der Leine. Na und? Ich glaube, dass sie später noch gebügelt hat und da muss sie vergessen haben, das Eisen auszuschalten. Dann ist sie mitten in der Nacht aufgewacht, weil es ihr mit einem Mal einfiel und sie ist runtergegangen, um es nachzuholen. Und ging in die Falle, die für sie aufgebaut war? Genau. Es ist doch klar, dass diese Notiz absichtlich vor meine Tür gelegt worden ist. Denn genau das sollte mich herunterlocken. Also gut, Sergeant. Wir bleiben jetzt hier hinter der Bühne. Und wir werden unsere liebe Miss Marple nicht eine Sekunde aus den Augen lassen. Ich glaube, das wäre nicht gut, Inspektor. Wir dürfen unseren Mörder nicht im Weg versperren. Das kann doch nie und nimmer Ihr Ernst sein. Ich bin fest entschlossen. Sehen Sie, unser Mörder hat da für mich eine Falle aufgebaut. Und ich habe gerade auf diese Art das Kompliment erwidert. Miss Marple, hier bringe ich Ihnen die... Ja, geben Sie bitte her, Mr. Stringer. Danke sehr. Einen Moment, was geht hier vor? Was ist das? Eine Art Lebensversicherung, Inspektor. Eine gute Lebensversicherung. Die ersten Acht auf die Bühne, bitte. Wir fangen an. Würden Sie mich jetzt bitte entschuldigen, meine Herren? Ja, natürlich. Kommen Sie. Kommen Sie rein, Eva. Schreien Sie nicht, Miss Marple. Halten Sie ja den Mund. Ich werde Sie an einen Ort bringen, wo wir beide von niemandem gestört werden. Und wenn Sie mir nicht gehorchen, dann bringe ich Sie um. Los jetzt! Los, machen Sie die Tür auf! So, hier stehen bleiben. Wer auch immer hier heute Abend durchgehen will, ich möchte wissen, wer es ist und was er will. Verstanden? Jawohl, Sir, verstanden. Hey, was soll denn das, sagen Sie mal? Also, Miss Marple, ich habe jetzt... Sheila, hast du vielleicht Ralph gesehen? Nein. Du musst der Polizei alles sagen, was du über diesen Mord weißt. Wo ist sie? Sie hat ihre Garderobe nicht verlassen. Oh doch, natürlich, Sie Vollidiot. Wir müssen sie finden. Gehen Sie auf die andere Seite. Ich möchte, dass Sie wissen, warum Sie jetzt sterben müssen. Das möchte ich auch gern wissen. Weil Sie ihn getötet haben. Ich weiß nicht wieso, aber Sie müssen ihn umgebracht haben. Ich nehme an, Sie meinen damit George Horton, nicht wahr, Eva? Ja. Sie haben diesen Mann geliebt. Ja, ich habe ihn geliebt. Und durch Sie kam der Tod zu ihm. Nein, nein, da irren Sie, mein Kind. George Horton ist von jemandem umgebracht worden, der Evelyn Kane heißt. Nein, ich glaube Ihnen kein Wort davon. Ich weiß, dass Sie es waren. Ich hatte das Gefühl vom ersten Moment, als ich Sie sah. Du kannst es nicht tun, Eva. Weil du ebenso wenig fähig bist, wie ich, einen Menschen zu töten. Sie haben ganz recht. Sie wäre nicht dazu fähig gewesen.
ist ein Jammer. Ich hatte gehofft, sie würde mir die Arbeit abnehmen. Müssten Sie nicht in diesem Moment auf der Bühne sein? Oh, das bin ich ja auch, Miss Marple. Und darüber hinaus würden Hunderte von Menschen beschwören, dass ich dort oben bin und mich hinter dem Vorhang verstecke. Es ist wirklich recht simpel im Grunde. Sie waren doch dabei, als dieser Idiot Casket runterfuhr mit der Versenkung. Nun, ich habe es genauso gemacht. In genaue 3 Minuten werde ich wieder auf der Bühne stehen und trete auf. Aber Sie, tut mir leid, das zu sagen, werden nun nicht mehr zu Ihrem Auftritt kommen. Sie sind Evelyn Kane, nicht wahr? Rose Kanes Sohn. Oh ja. Evelyn, was für ein Name. Den habe ich schnell geändert. Ja, das hat diese McKinty dummerweise herausgefunden, nicht wahr? Als sie Milchester gespielt haben. Sie hat sie erkannt und da sie wusste, dass sie die Erbin eines Lords heiraten wollten, sah sie für sich die Möglichkeit, sie damit zu erpressen. Sie hat mir gedroht, dass Sheilas Vater es erfährt, wenn ich mir nicht mit Geld ihr Schweigen erkaufe. Also habe ich's gekauft. Wo konnte ich das Geld bekommen, das sie wollte? Von George Rawdon. Sie wollte 100 Pfund. Also fälschte ich Rawdons Namen auf einem Scheck. Was er niemals rauskriegen durfte, das war ja klar. Und deshalb musste ich ihn auch töten, nicht wahr? Arme alte Darcy. Das war natürlich Ihnen zugedacht. Tja, ich hatte eigentlich vor, Ihnen den Hals umzudrehen, aber Eva kommt mir da sehr zu Hilfe. Ihre Fingerabdrücke sind ja hier drauf. Und ich bin auf der Szene. Halt! Ich war so frei, mir diesen hübschen kleinen Revolver von Mr. Summers zu besorgen. Denken Sie etwa, Sie können mich mit diesem Platzpatronen-Ding da ins Boxhorn jagen? Es sind keine Platzpatronen. Ein Freund von mir hat mich mit einer kleinen Rückversicherung versorgt. Das Risiko gehe ich ein. Ich möchte Sie nochmals warnen. Ich habe 1925 im Handfeuerwaffenschießen der Damen in Bisley die Goldmedaille gewonnen. Na, meinen herzlichen Glückwunsch. Du liebe Güte. Psst. Mir war so, als hätte ich da was gehört. Kommen Sie da heraus! Bill, du dämlicher! Herr Inspektor! Der auch noch. Mit etwas Ruhe und ein bisschen Glück, meint der Doktor, könnte ich in ein paar Tagen schon wieder entlassen werden. Na wunderbar. Ich bin ja so froh, dass der Schlag keinen Dauerschaden bei Ihnen angerichtet hat. So, und wenn Sie mich jetzt wohl entschuldigen würden, Inspektor... Ich danke Ihnen vielmals, Miss Marple. Miss Marple, einen Augenblick noch. Ich denke doch, es wird Sie sicher interessieren, zu erfahren, dass ich aufgrund meiner Leistungen in dieser Angelegenheit befördert worden bin. Zum Oberinspektor. Das freut mich aber sehr. Herzlichen Glückwunsch. Ich danke Ihnen, Miss Marple. Keine Ursache, Inspektor. Oh, Verzeihung, Oberinspektor. Ja. Also dann, au revoir.